So, ganz herzlichen Dank. Ich spreche wieder auf Deutsch. Ich glaube, wir haben jetzt natürlich zwei ganz unterschiedliche, aber doch zusammenhängende Fragestellungen. Ich glaube, die Bindung, was wir gehabt haben im Hinblick natürlich auf das Soziale, auch auf das ökonomisch Auseinandergehen von Einkommensmilieus und so weiter, die Fragestellung von Arbeitslosigkeit, vor allem von Jugendlichen, die Situation von Personen, die auf dem Land sind, wir werden auch später noch dazu hören, also dass das durchaus Brücken sind zu der Big Picture, die Fragestellung im Hinblick auf was ökonomisch, also strukturell falsch läuft in der EU, und wir haben später am Tag Personen, die aus der Politik kommen, die auch gerne dazu sicherlich jetzt Stellung nehmen. Ich bin in der Situation, wir sind etwa eine halbe Stunde, so wie meistens, hinter unserer Zeit, und deswegen, wir werden hier unter uns eine Konversation halten und dann nur sehr, sehr kurz ins Publikum gehen. Ich würde gerne doch erstmal anfangen mit den ersten zwei Referenten. Und also ich denke, also vielleicht also zwei Punkte, die mir so ganz grob aufgefallen sind. Ich will es nicht so sehr strukturieren. War einmal in der Tat in beiden Fällen, also die starke Ziehkraft von der Marke. Also Pegida auf der einen Hand, also die islamistische Propaganda, vor allem mit dem Film, andererseits. Noch einmal, vielleicht würde ich, was als Unterschied mir da scheint, also oder was ein großer Unterschied scheint zu sein, in dem einen Fall waren es die ältere Männer, in dem anderen Fall sind es eher die jüngeren Männer, zumindest das ist das Bild, was wir hier bekommen im Hinblick auf den Zulauf. Tatsächlich dann diese Bewegungen auch von den sogenannten Dschihadisten anzugehören. Können wir dazu was sagen? Und natürlich in beiden Fällen, das ist aber überhaupt nichts Neues, die Situation ist meistens Männer sind, aber nicht nur. Können wir vielleicht da ein klein bisschen Differenzen und Gemeinsamkeiten hier ein bisschen noch weiter ausarbeiten? Ja, ich tue jetzt mal so, als würde ich auf diese Frage. Geht es ein bisschen lauter? Ich tue jetzt mal so, als würde ich auf die Frage antworten. Aber ich hatte vorher noch was anderes. Ich glaube, hier zwischen uns dreien gibt es ganz große Gemeinsamkeiten. Hinter den jungen Männern stehen ganz alte Männer, die sich seit 30 Jahren das überlegen, wie sie junge Männer zumindest ideologisch verführen. Mit Strategieschriften, mit einer Ideologie und mit einem ganz tollen Marketing. Pegida-Marketing ist nichts gegen das Marketing des pseudo-islamischen Staates. Ich würde sagen, Daesh ist mein Lieblingswort. Weder Coca-Cola noch was weiß ich, Volkswagen, Apple könnten sich gemeinsam diese Werbefläche in irgendwelchen Medien kaufen, die diese Menschen erhalten haben. So, aber jetzt war ich ja sehr nett und sehr hörig hier. Jetzt zu unseren Gemeinsamkeiten hier alle drei. Ich glaube, wir sind gelähmt. Ich glaube, Europa ist gelähmt, unsere Gesellschaften sind gelähmt. Wir führen keine öffentlichen gesellschaftlichen Debatten um unsere Visionen. Wir sind von Populismus gefangen und deshalb hängt das auch so zusammen. In meinem Spezialgebiet, einem meiner Spezialgebiete, dem Dschihadismus, können wir nicht damit umgehen, weil wir eben die Politiker so viel Angst haben von Pegida, Front National und so weiter. Ähnliches betrifft ja auch auf die ökonomische Debatte. Actually, I'm not doing macroeconomics at this stage, but I have some notions. Aber natürlich ist es aber auch so, dass diese Debatten nicht von Politikern im Moment Europa geführt werden, dass in Frankreich, wo ich lebe, Leute sehr, sehr vorsichtig sind, im Grunde natürlich eine Austeritätspolitik managen, aber die sind gefangen. Ich weiß, meine große Frage an alle, warum sind wir so gefangen, so visionslos, warum reden wir nicht mit Europa, auch ein anderes Stichwort, zumindest im Sozialismus hatten die Leute das Gefühl, sie leben noch für eine Utopie, aber wir haben in Europa keine Utopie mehr für wir leben, sondern leben in diesen hedonistischen Gesellschaften, Konsumgesellschaften, wo einfach nichts mehr diskutiert wird. Und dann finden wir uns mit Problemen von rechtsextremer Rechten, extremen Dschihadismus, was wieder ganz Neues da ist, und der Tatsache, dass die ökonomischen Debatten irgendwie an den Völkern vorbeigeführt werden. Jetzt
zwei knappe Antworten auf Ihre Frage. Heute Vormittag fiel, ich glaube, es war bei Professor Nick, der Begriff von der Entwertung, von Bindung, von Erinnerung und von Erfahrung. Was die alten Männer und die jungen Männer oder überhaupt die ältere Generation und die jüngere Generation betrifft, da erleben wir auch etwas, was so vielleicht relativ neu ist, dass nämlich Lebenserfahrung der Älteren im Blick auf die Jüngere nichts mehr gilt. Das war früher anders. Also da konnten die in früheren Zeiten konnten ältere Menschen den jüngeren Menschen immer auch etwas an Lebenserfahrung weitergeben. Das ist heute weithin entwertet, weil sie diesbezüglich nichts mehr beizutragen haben. Das erlebe ich auch immer wieder. Das ist aber Dresden. Ich meine es jetzt vielleicht nicht unbedingt, was das Alltagsleben betrifft, aber was sozusagen technisches Know-how betrifft, was die Bedeutung von Prägungen betrifft, sozusagen, da ist gerade was Globalisierungsgeschichten betrifft, da können die Alten, jedenfalls bei uns, den Jungen kaum mehr etwas dazu sagen. Das führt zu dem Gefühl, wir sind nichts mehr wert, jetzt müssen wir doch mal zeigen, den Jüngeren mal zeigen, wie das Leben wirklich funktioniert, und damit werden dann Werte auch wieder vermeintlich weitergegeben. Und das Zweite, ich weiß nicht, welcher Soziologe oder welcher Politologe den Begriff von den Echokammern geprägt hat oder Echoräumen, dass wir zunehmend mit Menschen zu tun haben, die sich ausschließlich in Communities, das kann der Stammtisch sein, das kann aber auch die Facebook-Gruppe sein, ausschließlich in Communities aufhalten, in denen ihre eigene Meinung auch noch einmal bestätigt wird. Die also weder Zeitung lesen noch irgendetwas anderes zur Kenntnis nehmen und folglich mit dem konfrontativen Argument nicht mehr, begegnen. Medienfragen sind ja heute Vormittag auch diskutiert worden. Das scheint mir in der Bildungsarbeit ein Riesenproblem zu sein, weil eine Fähigkeit verloren geht, nämlich die der argumentativen Auseinandersetzung, des Diskurses, der Suche nach einem gemeinsamen Weg. Vielen Dank. Also ich denke, das ist in der Tat ein ganz wichtiger Punkt, und Sie hatten es auch im Hinblick auf die Bildung. Ich sage nichts dazu, weil ich ganz und gar Ihre Meinung teile, und ich will die Zeit jetzt nicht stehlen. Vielleicht kann ich fragen, also im Hinblick auf, was Sie gesagt haben, haben Sie überhaupt eine Gedanke, wie man, also diese Vermittlungsarbeit, ich meine, es ist immer schwierig, wenn man von makroökonomische oder aber auch makrogesellschaftliche Themen, also wir hatten das, also einmal natürlich schwierig im Hinblick auf die Umsetzung in konkreten politischen Maßnahmen und Handlungsoptionen, die umgesetzt werden sollen. Das ist das eine. Aber das andere ist tatsächlich die Vermittlungsarbeit. Haben Sie eine Idee, also wo müsste man ansetzen, um diese großen Themen also wirklich so anzusetzen, dass man sieht, dagegen hat man zu protestieren oder zu argumentieren und nicht auf Ersatzthemen, die häufig dann eben hervorgehoben werden? Excuse me, I didn't understand your question. Okay. Meine Frage war, also I speak in English. Die meisten haben ich kann in Englisch sprechen. If we have large, big picture problems, yes, at the macro level, there are two problems. One, how do we break down big picture, large, macro problems, whether it be economic or societal, to politics or whatever? But the other question is, how do we break them down to be able to make people understand the connection between macro and not macro? I think that's one of the big problems. How do we, because otherwise then they go on to other questions to put protest, which should really be directed at a different level. Right, that's a difficult question. I think it's important to try to see the big picture, obviously in an impressionistic way, but to create connections between issues and problems. That's certainly what I aim to do in my writing, my books and my speaking, and it's why I've situated the speech today, which was quite specific, in the big picture of what's going on in Europe at the moment. And I think that it's impossible to understand the political dynamic
in Europe unless one sees that big picture. So if you're someone who is only obsessed about one small issue, like, or one big issue like immigration, and you don't look at the context of stagnant wages or the fact that support for the establishment has been undermined by the crisis, then I think you miss part of the understanding. You know, the reason why people vote for, say, Marine Le Pen in France is not because they're all racist. Some are, but others actually have other concerns, and they've just lost trust in mainstream politicians. They feel the system doesn't work for them. And unfortunately, the only outlet that they see for that is the National Front. So I think that kind of broader analysis and seeing the connections between things is absolutely essential in being able to understand the issues, in trying to address them, and indeed, hopefully, in trying to affect positive political change. Ich glaube, also ich mache wieder auf Deutsch. Ich glaube, dass das Problem, was wir gehört haben, auch im Echo, also dass das natürlich auch, wenn wir weitergehen und überlegen, wie diese Communities, ob das im Netz oder tatsächlich auf der Straße organisiert sind, das scheint mir auch sehr relevant zu sein. Auch wenn wir jetzt überlegen, im Rahmen von Migrant, also nicht nur die neue Migration oder die Flüchtlingsthematik, sondern auch im Hinblick auf also die Personen, ob das nun in Frankreich ist oder in Großbritannien, die sogenannte Homegrowns, die dann tatsächlich dann ihre Kurs oder ihre Bindung oder finden in einem also politischen Zweck, was in Syrien oder wo anders läuft. Das ist ein bisschen anders, als was wir erleben mit den neueren Bewegungen in Dresden. Aber ich würde gerne nochmal versuchen, die Brücke zu finden. Ich denke, das eine ist natürlich im Hinblick auf unsere ganze Debatten über Multikulturalität, dass sehr häufig die Verbindung, der Austausch, die Begegnung nicht stattgefunden hat, sondern teilweise sozialökonomisch ausgeschlossen, mit wesentlich schlechteren Chancen auf dem Arbeitsmarkt, häufig mit wesentlich schlechteren Bildungsstandards und gleichzeitig also unser Management teilweise aus meiner Sicht inzwischen zu problematisierende Verständnis von, was Multikulturalität heißt, tatsächlich eben, dass dann die verschiedenen Gruppen ihren eigenen Echo mitgenommen haben, aber sich nicht begegnet und ausgetauscht haben. Das ist sicherlich auch ein Problem, es ist nicht ihr Thema, das weiß ich, aber auch in Großbritannien sehen wir das, weil der Staat von sich aus sich als multikulturell verstanden hat, aber eigentlich so organisiert ist, dass zumindest in bestimmten ökonomischen Schichten und in bestimmten Wohnvierteln wirklich dann die Trennung da ist, die Segregation und nicht, also das Verbindende, was über ein Europa sinngebende oder wie auch immer. Sorry, jetzt habe ich so viel geredet, aber es ist ein Thema, was ich glaube, sehr wichtig ist. Ja, aber ich glaube, das Thema führt uns dann auch wieder zu diesen gemeinsamen zwischen unseren drei kurzen Referaten zurück. Nochmal, solche Kammern, also diese Echo Chambers, diese sozial isolierten Gruppen, die sich nur noch auf sich selbst beziehen, können ja nur entstehen, weil Menschen das Gefühl haben, sie wollen ein Gefühl der Zugehörigkeit haben zu einer gewissen Gruppe. Warum fühlen sie sich dann nicht mehr zu uns zugehörig? Also wir drehen uns auch in dieser Debatte ein bisschen im Kreis. Da geht es ja auch nicht nur um Dschihadisten. Warum wählen Leute Front National? Irgendwie herrscht also in Europa eine Polemik, so auf politischer Ebene, aber keine offene Debatte, wer wir auch sind und warum sich Leute uns nicht mehr zugehörig fühlen. Weil, und dann nochmal glaube ich, weil wir eben auch keine Vision haben, das bringt uns dann auch zu diesen ganz großen geopolitischen Fragen. Ne? Also Dschihadismus ist zum Beispiel nicht hier eine kleine Jugend-Antikultur, sondern es sind Leute, die instrumentalisiert werden für ganz große geopolitische Sachen im südlichen Mittelmeerraum und so weiter und so fort. Wir haben keinerlei gemeinsame europäische Haltung zum südlichen Mittelmeerraum. Und ich hatte auch lange zum Beispiel argumentiert, Griechenland wäre eine Chance gewesen, Gemeinsamkeit zu zeigen. Und damit fängt es an. Wo sind denn überhaupt noch irgendwie in unserer eigenen Form Visionen, die über unseren eigenen nationalen
nationalstaatlichen Egoismus, unser eigenes Gefühl von Besitzstand, Wahrung herausnehmen. Und da sind dann wieder diese drei Probleme. Wo ist denn die große europäische makroökonomische Debatte in irgendwelchen deutschen Zeitungen, wo Griechenland niedergemacht wird, auch zu Recht natürlich öffentlich kritisiert, aber wo man sich gegenseitig, aber wo ist denn die aufrichtige Debatte, was machen wir wirklich mit Griechenland? Das, all dies tritt zurück hinter, wie gewinne ich jetzt meine nächste Wahl? Frankreich im Moment, wo ich teilweise mit der französischen Regierung arbeite, ist das schlimmste Beispiel aller. Die machen anderthalb Jahre vor den Präsidentschaftswahlen nur noch Politikwahlkampf. Es werden keine Maßnahmen beschlossen. Da werden solche Sachen gemacht, wie zum Beispiel eine Debatte, die hat drei oder vier Monate jetzt Frankreich lahmgelegt, total das Land lahmgelegt. Wichtige Gesetze werden nicht verabschiedet, die Presse ist lahmgelegt, wo es um diesen Entzug der Staatsangehörigkeit geht, wenn jemand im Dschihadismusverdacht ist. Das betrifft vielleicht 10 oder 5 potenzielle Dschihadisten. Es ist total wirkungslos, aber ist dieser Populismus, in den in Europa reindriftet, weil die Sozialisten hoffen, rechte Stimmen zu fangen. Und es gibt diese viel wichtigeren Themen, und ich bin so persönlich darüber ersetzt, dass wir keine offenen Debatten über diese richtig wichtigen Themen und die Visionen halt führen, egal ob das jetzt auf makroökonomischer oder auf, was uns jetzt mehr betrifft, auf soziologischer Ebene ist. Ich kann mich nur anschließen, Friedrich Wilhelm Nietzsche war es wohl, wer ein Warum zum Leben hat, der verkraftet fast jedes Wie. Das heißt, wenn ich eine Orientierung habe, wenn ich weiß, worauf es sich lohnt, sich anzustrengen sozusagen, dann entwickle ich auch Energien. Wir leben offenbar in einer visionslosen oder visionsarmen Zeit. Ich glaube, da sind wir nicht die ersten Menschen, denen sowas passiert. Was macht man in einer solchen Zeit? Ja, man führt eine offene Debatte, und die fängt halt bei der ehrlichen Analyse der Wirklichkeit an. Und man führt sie möglichst tabulos. Das ist das, was im Kleinen beispielsweise in Sachsen nach wie vor nicht funktioniert, offenbar auch im Großen auch nicht. In der Hoffnung, dass dann die Inspiration kommt und im Gespräch, ja, in der Hoffnung, im Gespräch sich etwas Neues herauskristallisiert. Also ich könnte da gerne etwas dazu beitragen, das nützt aber nichts. Wir brauchen ja sozusagen in einem größeren Umfeld diese Debatte. Vielen Dank. Also ich glaube auch dieser Punkt, dass wir immer überall Wahlen haben. Ich habe gerade gedacht, ja, das ist natürlich Thema mit dem föderalen Struktur, also von der Bundesrepublik. Jetzt haben wir 28 Länder in der EU, und wenn wir überlegen, also das ist vielleicht ein Achillesferse, wie findet man der Unterschied, also praktisch der Balance zwischen also mehr partizipative Demokratie mit Referenden und so weiter und so fort, das Thema, was wir heute Morgen hatten, dann die Strukturen der repräsentative Demokratie, wo die immer natürlich in den Medien sind und so weiter. Wie sehen wir das, dass wir dann auch noch ein makrogesellschaftliches Thema platzieren wollen? Ist das realistisch? Frage ich einfach. Ich werde ein bisschen notwendig, da sind wir, glaube ich, eine Meinung. Ich frage jetzt aber, ist das realistisch? Oder wie tun wir einen Weg aufzeichnen, um das möglich zu machen, wenn wir eigentlich, weil natürlich auf die, wir hatten heute Morgen mit Hegemonien, ich glaube, er ist weg, wir wissen natürlich in der Schweiz, dann haben wir immer ein Thema, ein kleines Thema, sehr, sehr zentral in den Medien. Wir haben woanders irgendwo, also richtig parteipolitische Wahlen, wo es darum geht, Politiker wollen ihre Jobs behalten, die wollen ihren Wahlkreis wieder gewinnen. Und dann haben wir ein makrogesellschaftliches Thema, was unbedingt in die Öffentlichkeit sollte, aber was auf dieser Ebene also kaum gelingen will. Ich will ein bisschen provozieren hier. Wie ist das zu machen? Could you repeat your question? I'm sorry. Okay, we're having a problem with me speaking. I just said the problem we were talking about was we have, at the one hand, we have federal structures. Yes. We have 16 states in Germany. We have 28 EU members. Yes. They have also different structures and different election times. Then we have participative democracy, including referendums, as in Switzerland. So how is the realistic way, or how can we talk about having
the very necessary, I think we're all of one opinion, the very necessary macro societal or macroeconomic debates, which really get down to those who would otherwise maybe protest at a different level. What do we do to place debates if they are usually being overtaken just by the necessity of a referendum or of an election somewhere, where it is much smaller problems which are then the sort of focus of people wanting to win the next election or whatever? Well, I think that political debate can and does take place outside the narrow confines of the political system. It happens all the time when people discuss political issues and mobilize around them at home, among friends, at work, organize through the internet, sign online petitions, go on marches, and so on. I think there is a generalized crisis of Western democracy, where representative democracy is increasingly discredited, where the traditional political parties, which emerged or dominated the scene after the war, have shriveled to be a pale shadow of what they used to be, where it is clear that the deficiencies of direct democracy and referendums are obvious to see. And if you try to settle everything by referendum, you have no one looking at the bigger picture and the trade-offs that need to be made. And I think that there's some really interesting experiments going on with deliberative democracy, which is actually involving citizens in decision making. So, for example, in Canada, they've set up citizens' assemblies to consider important matters of public policy, and this involves getting citizens, ordinary citizens, involved. And indeed, one could imagine a system like this emerging within Europe, whereby you would have an elected chamber and also a citizens' assembly of people chosen, for example, by lottery. And if that sounds like an absurd way of doing things, that is how ancient Athenian democracy used to work. And the very positive thing about this is there's this idea that ordinary people are either apathetic or incapable of making informed choices, and all the evidence shows that that's not true. In fact, there was an American academic who did an experiment of trying to set up at a European level before the European Parliament elections, not the last ones, but the ones before, to see whether deliberative democracy could work at a European level, even with the huge cultural and language barriers that exist, and the results of his work were very positive. And so I think that we need to have some deep thinking and, above all, experimentation in this area, because it's clear that the old system is no longer working and we develop a new and better one. Thank you very much. Thank you. Also innerhalb unseres Landes, der Bundesrepublik, so war meine Wahrnehmung, war die Moderation um Stuttgart 21 für mich ein Fanal. Was die Abwicklung bis hin zum Bau betraf, ist ja alles korrekt gelaufen. Die Politiker, das wissen Sie ja hier viel besser als ich, wir sind ja hier in der Nähe von Stuttgart, ist, glaube ich, meines Wissens alles perfekt gelaufen, demokratisch, verwaltungstechnisch und so weiter. Und nach einer gewissen Zeit hat die Bevölkerung einfach mehrheitlich gesagt, ja, jetzt wollen wir aber nicht mehr. Oder jedenfalls große Teile. Und plötzlich stand Baurecht gegen Versammlungsrecht. Und am Ende kam der Wasserwerfer und dann kam Heiner Geißler. Also ich habe damals mich vom Fernseher kaum wegbewegen können, als ich diesen Moderationsprozess, der meiner Meinung nach zu spät kam, beobachtet habe und habe daraus den Schluss gezogen, wir brauchen offenbar intelligentere Formen der politischen Kommunikation, um Akzeptanz der Gesellschaft in schwierigen, komplexen Situationen herzustellen. Das spielt sich, oder analoges spielt sich jetzt fast von alleine in ungezählten sächsischen Städten ab, in denen plötzlich doppelt so viele Flüchtlinge in den Ort kommen, als vorher Einwohner waren. Also in dieser Hinsicht sind die Flüchtlinge ein Segen, weil sie plötzlich die Bürgerschaft vor die Herausforderung stellen, jetzt müssen wir irgendwie damit umgehen, vernünftige Bürgermeister organisieren die Debatte und plötzlich erlebt die Bürgerschaft sich ganz anders, als sie sich vorher erlebt hatte. Also große Herausforderungen können auch große Chancen sein. Vielleicht, ich
bin von Natur aus Optimist, ist diese Krise der Demokratie eben gerade auch unsere größte Chance. Es ist ein Crashkurs. Also ich erlebe das zurzeit als einen Crashkurs und wir wissen nicht so richtig, ob wir gerade gut rauskommen werden. Aber ja, der Konfliktfall ist doch der Normalfall der Demokratie. Erinnern wir uns doch mal an das Elementare, wenn wir alle einer Meinung oder alle dieselben Interessen hätten, da bräuchten wir diese Verfahren eigentlich gar nicht. Also jetzt mal nicht die Nerven verlieren, sondern mutig zu den Verfahren stehen, ohne aktuell schon zu wissen, wie wir da rauskommen. Genau. Und dann gehen wir jetzt dafür. Sie sprachen vorhin von dringenden Reformen auf Ebene der EU. Eine der größten Reformen ist natürlich die Kommunikationsreform der EU. Wir verstehen gar nicht, was die EU uns sagt. Und ich glaube, das sagen die in Brüssel selber. Jedes Mal, wenn ich nach Brüssel fahre, bin ich entsetzt. Die EU ist der schlechteste Kommunikator weltweit. Da wird überhaupt nichts rübergebracht, da wird nur verzerrt. Und dann noch ein ganz kleiner zweiter Gedanke zu dem Thema. Wir leben, wenn wir jetzt gerade über neue Formen von partizipativer Demokratie reden, das sind auch Debatten, die wir noch nicht weit geführt haben in Sachen Technik. Wir sehen zum Beispiel diese Revolution des Web 2.0, also die ganzen sozialen Netzwerke im Moment, in der Hauptsache als sehr negative Faktoren, eben durch Pegida-Mobilisierung, Mobilisierung für Dschihadisten und so weiter. Auch diese Technik gibt uns, wo auch eine große Debatte geführt werden muss, ganz neue Demokratiemöglichkeiten, ganz neue Formen von Partizipation zur Meinungsartikulierung. Aber da sind wir halt alle noch nicht so weit. Und wie vorhin schon mal leicht betont, diese Sachen werden nicht offen und nicht tief genug und nicht weit genug diskutiert. Vielen Dank. Jetzt würde ich gern ins Publikum gehen. Ich sehe 1, 2, 3 und sehr viel an 4. Ja, ich glaube natürlich, extrem liberale Marktwirtschaft hat damit was zu tun, aber ich glaube auch in der liberalen Marktwirtschaft oder im Liberalismus kann es wirkliche Visionen geben. Aber das ist die große Debatte, wie diese Übersättigung zustande gekommen ist. Was ist unsere Wertevermittlung an, nochmal ganz konkret, dieses Dschihadismus-Problem. Da gibt es so ein paar ganz konkrete Beispiele. Diese jungen Leute haben zum Beispiel in Paris diese Attentate begangen, die letzten, gegen andere junge Leute. Die eben junge Leute, die Elite der französischen Gesellschaft, in dem Sinne die Höchstgebildeten und so weiter, denen aber vorgeworfen wurde von den Dschihadisten, einfach nur hedonistisch zu sein. Die Menschen umgebracht, die das Leben lieben. Und die Dschihadisten sagen dann, ja, wir leben das Leben nicht, für uns ist das Tod der höchste Gut. Und wir bringen euch aber auch um, weil wir von eurer Sache ausgeschlossen worden sind. Und das sind halt diese ganz komplexen Sachen, wo ich auch keine Antwort drauf habe. Aber natürlich kommt es mir auch so vor, wir leben in einer relativ sinnentleerten, hedonistischen Konsumgesellschaft. Was ich jetzt für mich daraus als Vision entwickle, ist vielleicht auch nur meine, weil ich habe meinen Mittelmeerschwerpunkt und sage, da muss was passieren. Aber was ist so das kollektive Nachdenken? Wie wollen wir leben? In dieser, immer auch mal wieder vor Augen. Vorhin wurde gesagt, ja, kein Wirtschaftswachstum in Europa. Wir bleiben natürlich, wir sind unterschiedliche Relationen, aber wir sind alle zusammen die reichsten Menschen, die jemals auf dieser Welt gelebt haben. Und da geht auch nichts dran vorbei, trotz Krisen und so weiter. So, und was wollen wir denn jetzt? Ja, jetzt, Entschuldigung, ich muss weitergehen in die Reihe, bitte. Sie hatten sich gefragt. Ich versuche es ganz kurz. Der Osten, speziell Sachsen, hat tatsächlich ein Rechtsextremismusproblem. Das haben wir schon seit vielen Jahren diagnostiziert. Für mich war die bemerkenswerteste Zahl folgende: im Jahre 2009, damals ist zum Sächsischen Landtag gewählt worden, landete die NPD bei 5,6%. Und unter den Erstwählern 2009 wurde die NPD gewählt von 19%.
Und das dann zum wiederholten Mal. Hier hat sich eine Sockelbildung ergeben. Ich sagte schon, der Nationalismus als Ordnungsrahmen stößt auf eine ganz geeignete Weise in ein weltanschauliches Vakuum hinein. Die NPD, das sei zur Ehrenrettung gesagt, hat auch gezielt in Sachsen investiert. Das hat man hat dieses Land eben als ein geeignetes Land erkannt. Da könnte man jetzt vieles darüber berichten. Die Göttinger Sozialwissenschaftler um Franz Walter haben sich das mal vorgenommen. Meine Stadt, in der ich auch lange lebte, Freital, Sie wissen vielleicht, dass der Herr Bachmann da in der Nähe wohnt, und haben gesagt, politische Heimatlosigkeit und weltanschauliche Leere, mit Doppel-E natürlich, politische Heimatlosigkeit und weltanschauliche Leere als zwei Wurzeln im einst roten Sachsen. Das heißt, hier das müssen wir einfach so diagnostizieren. Pegida surft auf dieser Welle, die würde ich nicht als rechtsextremistisch, aber zumindest als rechtspopulistisch bezeichnen. Das habe ich als sächsisches Phänomen betrachtet. Dass hier natürlich ein Problem deutlich wird, was wir in ganz Deutschland haben. Und dass wir einen Populismus haben, der jetzt von der AfD auch aufgenommen wird. Das kann man ja auch mal nicht nur negativ sehen. Ja, also Parteien haben ja nach einer bestimmten Denkungsart die Aufgabe, etwas undifferenzierte politische Auffassungen in der Gesellschaft zu veredeln und in einer veredelten Weise in den politischen Prozess hineinzutragen, um dann dort etwas politisch vernünftig. Also wie gesagt, das sehe ich ja nicht nur negativ. Freilich, Frau Petri wohnt ja in der Nähe, also ich habe da auch nicht. Also von Emotionen möchte ich mal lieber nicht sprechen. Und noch eine kurze Bemerkung zu dem zuerst Gesagten. Die großen Visionen sehe ich zurzeit nicht. Vielleicht brauchen wir sie auch nicht. Und es ist auch nicht die erste Zeit in der Weltgeschichte, in der die Menschheit eher sich in einer Umbruchphase, in einer radikalen Umbruchphase erlebt und nicht so richtig weiß, in welche Richtung wird es weitergehen. Dann ist es ja schon viel wert, wenn man weiß, was man nicht machen darf. Weil man einen Wertekodex hat, weil man ein Rechtssystem hat. Nicht? Also das ist alles nicht angenehm, aber und ich glaube, bei der Frage, wie entstehen denn Visionen? Also am Schreibtisch entstehen die nicht. Jedenfalls die Visionen, die am Schreibtisch entstehen, und auch nicht denen, die an der Börse entstehen. Den alleine möchte ich auch nicht folgen. Sondern wenn, dann entstehen Visionen in einer offenen Debatte, in der, jetzt wäre ich mal theologisch, irgendwann der Heilige Geist zuschlägt oder nennen Sie es säkular, die Inspiration kommt und sagt, in diese Richtung geht das jetzt. Also ich stelle mir eine befriedete Welt vor. Ich habe noch vor 15 Jahren an die europäische Idee als eine Friedensidee geglaubt und habe sozusagen Schengen gefeiert an der polnischen Grenze. Das ist noch nicht so lange her. Warum ist diese Idee so auf den Hund gekommen? Also was ist alles, ist ja gesagt worden, was ist alles falsch gemacht worden? Kommen wir jetzt gerade aktuell nicht raus, aber vielleicht braucht es einfach diese offene Debatte, damit wir miteinander diese neue Idee entdecken. Well, thank you. I'm glad that you appreciated the thrust of my remarks, even if you found my solutions too simple. The first thing to say, obviously, is I'm giving a 15-minute speech. If you're interested in longer answers, there is a book which you can buy. So the second thing to say is my conclusion was that won't solve all of Europe's problems, of course, but it would be a big step forward. So I'm not suggesting that this is the solution to everything. But in my defense, I have thought long and hard about this. I have experience of working both within the political system and outside it. The solutions I've put forward try to address the political objections of powerful interest groups,
And I think that they can make an important contribution to curbing the power of banks, to restoring democracy in the Eurozone, and to have more sensible economic policies, and thereby to restore both support for the European Union, but also, hopefully, a more welcoming and progressive attitude more generally. Vielen Dank. Ich werde eine Frage noch nehmen und es tut mir leid, ich kann nicht. Wir sind weit über unsere Zeit. Eine Frage noch, bitte. Well, I was hired by President Barroso to be his independent economic advisor, and as you can tell from what I said today, I was extremely independent. Not going to divulge the contents of private conversations, but I think it's clear that the reason that bad policies were followed is partly because of wrong-headed ideas of what the nature of the crisis was and how economies function. So the idea, for example, that this was primarily a fiscal crisis which required immediate austerity as a solution, but also due to the power of interest groups, not least French and German banks, which led to the original sin of the Greek bailout and from which all the other mistakes follow. So it's a combination of the two. Well, I'm glad you say that my solutions aren't smooth, so too simple. In terms of implementation, obviously, if it was easy to implement, then one would hope that we would already have implemented them. What they do try to do is they try to address the political objections that exist. So if you start from the false premise on which the crisis response is based, which is ultimately Germany has to pay, then the answer to that is, well then, on what conditions are we going to pay? And my belief is that's a false premise. And if you reject that premise and then you say, okay, well, take off the table that Germany has to pay, then what else is possible? And I think if you take off the idea that ultimately everyone else's debts would end up being taken over by Germany, which ultimately is the very understandable fear of many people in Germany, if you take that off the table through what I'm suggesting, then surely, you know, if you follow things both with integrity and logically, then other things should be possible, not least restoring national democracy, or indeed creating the mechanisms for risk sharing, for example, in the banking system, which are needed for the Eurozone to be viable. So I think it's realistic in that sense. It's not saying, as many people do, what we need as a solution is Eurobonds, i.e. common European borrowing, and it has to be on our terms without any conditions, which seems to me completely unrealistic and actually not the right solution to the crisis. Thank you very much. Wir machen hier einfach Schluss.